Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ja, jetzt gibt es doch kein 10.000 Abonnenten-Special, weil Mahmoud hat sehr viel zu tun, gerade momentan. Aber wir kriegen das hin. Jetzt dachte ich mir, schmeiß ich doch mal wieder ein Video rein. Das kann ein bisschen länger dauern. Ich möchte noch mal kurz sagen, es geht, wie ihr im Titel schon gesehen habt, über schwarze Magie, Zauberei. Viele glauben daran nicht. Wir Muslime glauben daran, weil es ein fester Bestandteil im Koran ist. Also es gibt Übersinnliches in unserer islamischen Welt. Und wer damit ein Problem hat, bitte wegschalten. Keine negativen Kommentare, das ist Schwachsinn oder so. Das wollen wir nicht hören. Also das lösche ich dann auch. Weil im Endeffekt ist das, wer daran nicht glaubt, das ist Unglaube, was und kann dich aus der Religion rauswerfen. Jeder Muslim glaubt an die Dschinns. Was ist ein Dschinn? Das sind die Shayatins. Und es gibt spezielle, also schwarze Magie heißt auf Arabisch As-Sihr. Und das funktioniert und es existiert leider. Und diese Magier oder Zauberer, die arbeiten mit den Shayatin zusammen. Die müssen aber, bevor sie irgendwie mit ihnen zusammenarbeiten, müssen sie erstmal Beweise aufbringen, dass er es wirklich ernst meint. Und dann müssen sie zum Beispiel ja, urinieren, auzubillah, auf den Koran. Das ist ein großer Beweis, dass dieser Magier es ernst meint. Und dann hat er ein Bündnis, er schließt einen Pakt mit den Shayatin und bekommt Kräfte. Und damit verdient er damit sein Geld. Allerdings nur in dieser, ne, Dunya, und in der Achira wird er natürlich im Höllenfeuer landen. Inshallah. Das ist so. Wie soll ich das erklären? Also, Sihr ist schwarze Magie. Dass, wenn ihr zum Beispiel also irgendwas in eurer Wohnung gefunden habt, und ich habe einige Damen, die sowas schon gefunden haben, haben mich schon angeschrieben, ist das schwarze Magie. Alles, was irgendwie komisch aussieht, wo mit Haaren versetzt ist, wo zusammengebunden ist, ein kleines Paket, man erkennt es sofort. Und ein paar islamische Wörter sind da zu erkennen vom Koran, aber noch mit Nummern dabei. Das ist definitiv schwarze Magie. Am besten sofort verbrennen, dann ist der Zauber aufgelöst. Und ja, warum wird sowas gemacht? Aus Eifersucht, Hass, Neid. Und der Rubel läuft für solche Zauberer, ja. Die, wie soll ich sagen, also die machen das natürlich hier in Ägypten nicht publik. Das ist ein Geheim. Alle wissen irgendwie, nicht alle, aber viele wissen, wo es sowas gibt. Aber der würde jetzt nie eine Anzeige schalten, weil dann würde er natürlich, ich denke mal, also ich gehe mal davon aus, dass er dann zur Rechenschaft gezogen wird vom Staat, weil das ist ja, wir sind ja das ist ja eine islamische Regierung und das stiftet Fitna. Fitna heißt Versuchung und allein schon, wenn man dann denkt, oh, der hat Riesenkräfte, das ist dann so eine Schirk, praktisch Unglaube, Kufr, du viel Götterglaube. Man gibt diesem Magier zu viel Kraft und zu viel und gibt ihm alles, was passiert, er ist es, er war's. Und das tut er ja auch von der Religion ablenken. Und das ist Fitna und deswegen bleiben die versteckt. Die nennen sich auch sogenannte Scheichs. Na, die gibt es ja auch. Allerdings, ich habe hier noch keinen gesehen. Ich habe gehört von einer Familie, die wohnt nicht in unserem Dorf, Alhamdulillah. Diese Familie lebt ein paar Kilometer weiter und die Mutter und die Tochter betreiben das. Na, die eine Tochter hatte schon hier bei uns im Dorf angefragt für ihre zukünftige Schwiegermutter. Sie möchte Kleidungsstücke vom Verlobten haben und Haare. Dann hat die Mutter erstmal, hä, für was? Ja, wir wollen einfach, willst du nicht, dass er mich noch mehr liebt, dass wir unsere Liebe was Großes daraus machen? Das ist natürlich klar, Zauberei. Das hat die Schwiegermutter ihr dann nicht gegeben. Also da muss man aufpassen. Viele wollen mit dieser Magie den Mann verzaubern, ihn an sich binden. Ein Getränk kann es auch sein, das trinkt er dann. Und damit verdient dann dieser Magier sein Geld. Und die Dschinn arbeiten mit ihm. Aber alles mit Allahs Erlaubnis. Ohne Allahs Erlaubnis wird hier nichts passieren. Und wen kann das sowas treffen? Natürlich nur welche, die, ja, die nicht so einen starken Glaube haben. Ne? Die viel, die nicht pünktlich beten. Ja, die undankbar sind und in der Religion nicht gefestigt. Und wenn du. Na, sogar unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wurde von einem Mann verzaubert. Er hat in einen Kamm Haare getan und hat das in einen Brunnen geworfen von irgendeinem Mann.
Und der Engel Gabriel, Jibril, kam herab und hat ihm das mitgeteilt. Dann hat er jemanden geschickt, Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, und hat das aus dem Brunnen holen lassen und die haben es sofort vernichtet und verbrannt. Damit ist der Zauber aufgelöst und das wurde dann so aufgedeckt. Es trifft dich nichts außer mit der Erlaubnis von Allah. Und er hat auch gesagt, also alle wollten ja diesen Propheten, unseren Propheten, sallallahu alaihi wasallam, umbringen. Aber er stand unter dem Schutz Gottes. Und wenn du unter dem Schutz Gottes stehst und deine Botschaft ist ja nicht zu Ende, dann wirst du auch nicht erledigt von deinen Feinden, bis deine Botschaft zu Ende ging. Und Alhamdulillah ist er ja so gestorben. Ohne irgend, er wurde nicht ermordet. Alhamdulillah. Ne? So, obwohl alle wollten ihn, also diese ganzen Götzendiener wollten ihn umbringen, weil er eben mit einer neuen Religion kam und ihre Religion praktisch belächelt hat. So, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ach nee, ich wollte ja noch erzählen von diesem Magiezeugs. Es ist auch so, dass schwarze Magie, wie soll ich das sagen? Also man kann Getränke bekommen, man kann, warum wird das gemacht? Man kann natürlich auch Leute auseinanderbringen. Das Geschäft boomt natürlich. Also auch was ich gesehen habe in vielen Ländern, ne, also auch gelesen habe im Internet, leider glauben Muslime zu sehr daran und suchen immer wieder solche Leute auf, um Hilfe zu stellen. Ich will diese Schwiegertochter nicht, macht Zwietracht zwischen denen, damit mein Sohn sie nicht mehr angucken kann. Und tatsächlich kam dann die Scheidung, weil die Frau wusste nicht, dass sie verzaubert wurde oder. Ne? Wir haben auch eine im Dorf, nicht in diesem Dorf, also die Mutter mit der Tochter, ne? Die Mutter, die hat einen Mann geheiratet, der früher ein ganz normaler, ne? Aber natürlich, wenn du mit einer Magierin verheiratet bist, dann wirst du verzaubert, logisch. Und der hat nichts zu melden zu Hause. Der hält die Klappe. Und das ist für einen Ägypter auch ein bisschen, ne, wenn zum Beispiel die eigene, also es sind Geschichten, die erzählt werden. Und Leute, das ist hier nicht lästern. Ich erwähne keine Namen. Das sind Beispiele. Und das sind einfach Geschichten, die ich euch erzähle als Beispiel. Und das ist nicht lästern. Das darf man nicht falsch verstehen, ne? So, dieser Mann hatte Geschwister und der ist jetzt auch schon, sagen wir mal, er ist jetzt um die 70 rum, 60, 70. Ja, und seine Schwester kam und hat gesagt, deine Frau hat mich um mein Erbe gebracht. Sie hat mir mein Erbe nicht ausbezahlt und erzählt überall herum, ich hätte mein Erbe bekommen. Und ich möchte mein Erbe jetzt haben. Das stimmt nicht, das weißt du. Du bist mein Bruder, hilf mir. Der Bruder ist natürlich verzaubert, der sitzt da, als ob er wie vom Dschinn befallen. Kein Wort. Die Mutter kam, die Magierin, mit der Tochter und haben vor dem Mann diese alte Frau verprügelt und aus dem Haus gejagt und sie als Lügnerin und Diebin beschimpft. Ja, aber haben anscheinend das Geld eingeheimst. Allahu alem. Aber wenn du schon weißt, dass solche Leute mit sowas zu tun haben, dann glaube ich eher, ne, sie hat auch gesagt, fürchte Allah, dass du diesen Frauen unterstützt und deine eigene Familie, dein Erbe hast du praktisch dieser Frau. Und er hat nicht geredet. Und so läuft es auch ab. Ich habe gehört, wenn Leute da reingehen, er redet kaum, er hat nichts zu sagen. Die Frau, er ist wie eine Marionette. Also, die hat den im Griff. Und so läuft die Zauberei ab. Ne? Also, wie kann man sich vor der Zauberei schützen? Allah hat uns alles dafür gegeben. Ne? Es gibt die Schutzsuren, die betet man. Ne? Sura al-Falak. Ne? Oder Sura al-Nas oder Kulauzu bi Rabbil Falak min sharri ma khalaq wa min sharri rasagin iza waqab wa min sharri nafasati fil ugat wa min sharri hasadin iza hasad. Das ist die eine Sura, dann gibt es die Sura al-Nas, Kulauzu bi Rabbil Nas, Malik al-Nas, Ilahi al-Nas, min sharri waswasi il-Khannas, alladhi waswisu fi suduri al-Nas, min al-Jinnati wan-Nas. Das ist diese und dann noch die Kul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, Walam Yulid, Walam Yakun Lahu Kufuwan Ahad. Diese drei Schutzsuren kann man immer beten und ist dann geschützt. Jeweils dreimal am Abend und dann kann man praktisch auch seine Kinder damit schützen. Dann, wenn man die Sura Al-Baqarah alle 3 Tage mal liest, man kann sie aber auch laufen lassen, ist das Haus 3 Tage und Nächte geschützt vor den Schayatin.
Die kommen dann nicht hinein. Natürlich, wenn du ein Haus hast, wo überall Bilder aufhängen, dann kommen da auch keine Engel rein. Deswegen hängen wir keine Bilder auf. Viele fragen immer, wieso hast du so das mit den Fotos? Okay, wir haben natürlich auch Kissenbezüge mit irgendwelchen Comicbildern drauf. Du kannst es nicht ganz vermeiden. Oder auf irgendwelchen gekauften Dingen sind Gesichter drauf. Die kannst du nicht abkratzen. Also so Kleinigkeiten, also wir versuchen das Gröbste. Also wenn wir Fotos haben, sind die immer in der Schublade. Wir hängen keine Bilder auf. So, alleine, dass die Engel in unser Haus kommen und die Shayatin draußen bleiben. Natürlich, Musik versuchen wir auch. Alles, was Werbung kommt, komme ich immer rein, mach leise, sofort ausschalten. Man muss die Kinder darauf trainieren, dass sie wissen, sobald irgendein Musikding läuft, Ton aus. Wir müssen keine Musik im Haus hören. So, dann, was war noch? Natürlich, ah, das habe ich mir aufgeschrieben, das kann ich natürlich nicht, ne? Man, ach so, und als als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam das erkannt hat oder gehört hat, ne, von dem Engel Jibril, kamen dann die Schutzsuchen herabgesandt, ne? Die ich gerade genannt habe, ne? Al-Falak, Al-Nas und die letzte Sura, Al-Ikhlas. So, dann keine Fotos offen, alles verbrennen, dann ist der Zauber aufgelöst. So, warte mal, das habe ich gesagt. Ich habe mir natürlich einiges aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse. Und und sowieso, egal was wir machen, zum Beispiel, wenn ich irgendwas vergessen habe, sage ich sofort, Auzu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah rahman rahim, und dann fällt es mir wieder ein. Ne? Das heißt auf Deutsch, ich suche Zuflucht bei dir, Allah, vor dem verfluchten Shaitan. Ne? Und das kann man auch sagen, bevor man zum Beispiel ein Gebet anfängt. Okay, dann gibt's, das habe ich mir neu aufgeschrieben, das ist auch zum Beispiel, wenn du rausgehst, um dich vor Corona zu schützen und vor den Shayatin oder allem Übel, was Allah kreiert hat. Ne? Das, wenn ich es jetzt nicht hundertprozentig aussprechen kann, also A'udhu bikalima, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, A'udhu bikalimati illa tamat min shari ma khalaq. Wenn du das sagst, das heißt, ich nehme Zuflucht mit den vollständigen Worten vor dem Übel, was Allah erschaffen hat. Das kannst du, bevor du in eine Arztpraxis reingehst, sagen oder wenn du dein Haus verlässt, dass du dich beschützt und dass Allah dir Schutz gibt vor diesen Krankheiten oder vor allem Übel, was auf den Straßen läuft. So, dann haben wir noch was, natürlich im Islam glauben wir auch daran, dass sich auf schmutzigen Orten, an schmutzigen Orten, wie zum Beispiel Toiletten, auch wenn sie für euch sauber erscheinen, dort sind Keime. In Deutschland sind die Toiletten natürlich sauberer als jetzt hier auf einem Rastplatz in Ägypten. Allerdings sind trotzdem Bakterien und Keime in jeder Toilette, können die Shayatin sein. Das heißt, auch der Muslim, bevor er auf die Toilette geht, sagt er, O Allah, ich nehme Zuflucht bei dir vor allen Übeltätern und Übeltäterinnen. Ne? Und dann gibt es auch wieder was zum Raus, wenn du herausgehst. Ich sag euch mal das, das kann ich auch noch nicht auswählen. Ich finde, das ist so schwer auf der Zunge. Subhanallah. Also man sagt dann zum Beispiel, Bismillah, Allahumma inni audhu bika minal khubs wa wal khubais. Khubais. Also mit TH. Ja, also Chubs, Übeltätern und Chabeith, Übeltäterinnen. So, Allahumma inni a'udhu bika minal Chubs wal Chabeith. Okay. So, und wenn du zum Beispiel nach Hause kommst, wenn du nach Hause kommst und viele sagen nur Salam Aleikum und begrüßen die Engel, man kann natürlich, bevor man das sagt, noch was Besseres sagen, dass man praktisch die Shayatin schon mal raus, weil die wollen auch in dein Haus, dann kannst du die schon mal rausschicken. Na, also zum Beispiel im Namen Allahs sind wir eingetreten und im Namen Allahs haben wir vertraut. Na, und dann bleiben die Shayatin, die Teufel, draußen. Und so heißt es auf Arabisch, Bismillahi wala janna, Moment, ich muss es nochmal erinnern, wie das ausgesprochen wird. Bismillahi wala janna wal bismillahi koran. Korajanna wal ala rabbina tawakkalna. Okay, guck nochmal bei, das habe ich zum Beispiel, das habe ich raus bei Muslim Pro App. Da steht es drin unter Dua und Betreten des Hauses. Da könnt ihr es nochmal nachlesen und auch nach richtig anhören. Ich bin mit meiner Aussprache, ihr wisst, Agnebeya, die Deutsche, ist nicht so. Ne? Aber das sind die Sachen, die ich jetzt eben weiß. Und ja, man soll natürlich immer die
Gebete pünktlich machen, damit man nicht ja, im Glauben schwacher wird. Ne? Der Iman muss stark sein, der Imam. Und es ist so, dass pünktlich beten, dhikr machen, ne? Immer an Allah denken, Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Und das immer nach jedem Gebet 33 Mal. Und Allahu Akbar, 34 Mal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ne? Und auch nicht so schnell. Subhanallah, 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 Subhanallah. Ne? Das ist hier kein Technokonzert oder so. Wir gedenken an Allah und finden bei uns dann Ruhe im Herzen. Und ja, das ist einfach, wenn du das so schnell abstotterst, du willst ja auch nicht, da kannst du nicht irgendwie dich auf Allah konzentrieren. Ob Allah das akzeptiert, ist auch wieder die Frage, weil du keinen Bock hast oder keine Zeit. Tick, 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 tick. Viele machen ja einfach nur so. Oder mit der Gebetskette. Das ist nicht Allahs Gedenken. Ne? Und so kannst du da, das ist keine richtige, kein richtiger Gottesdienst. Ja, dann, ach so, da gibt es noch, genau, Subhanallah wa bihamdi. Das kannst du sagen, 100 Mal, sagt unser Prophet. Dann werden dir alle Sünden vergolten, auch wenn es so viele sind wie Schaum am Meer. Oder Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Dann wird für dich eine Palme im Paradies gepflanzt. Allahu alam. So habe ich das gelernt. Dann habe ich noch von der anderen Seite, habe ich mir noch was aufgeschrieben, dass es nicht so lang wird, rede ich ein bisschen schneller. Ne? Das andere ist, habe ich schon gesagt, wie arbeitet ein Magier? Ne? Man muss ja erstmal, ne, Beweise machen. Ne? Und das Problem ist, wer einmal mit den Dschinns anfängt, kriegt die nicht mehr los. Der ist im Pakt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn er dann Tauba macht und richtig sich reinigt und Rukia macht. Es gibt ja auch zum Beispiel, wenn du befallen bist von schwarzer Magie oder von einem Dschinn, kannst du auch Rukia machen. Rukia, das ist ein Getränk, was mit Koran belesen wurde von einem Scheich, oder du kannst es selber, wenn du Arabisch lesen kannst. Das muss aber mit arabischen Worten besprochen werden. Das ist ein Wasser, was du dann praktisch trinkst und auch damit duscht und so weiter. Ne? Man kann, wir hatten hier mal einen, das habe ich auch in meinem E-Book geschrieben, Einzug ins Dorf, da, das ist der zweite Teil, da ist einer gekommen, der hat, fast alle Frauen im Dorf hier hatten einen Djinn, ich auch, ne? Und ich habe dann also, sorry, ich habe es nicht glauben können. Ich dachte mir, komm, mach mal einen Spaß mit, ich mache das mit, der soll mich mal hier, ne? Dann ist der gekommen und hat da, aber das könnt ihr auch im Buch lesen. Der hat mich dann hat da in ein Glas, ne, und hat wirklich ein bisschen undeutlich den Koran geflüstert. Nicht geflüstert, aber so auch gelispelt. Und ich habe ihn auch gar nicht richtig verstanden. Aber gut, ich bin ja auch nicht, ich kenne ja den Koran nicht auswendig. Definitiv fand ich das ein bisschen absurd. Und mein Mann hat auch gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Und als der das, ich musste lachen die ganze Zeit, ich habe ihm nicht geglaubt. Allerdings, irgendwie hat er gesagt, tut irgendwo was weh. Natürlich, wenn du so da eine halbe Stunde liegst, habe ich Schmerzen hier ein bisschen so, war ein komisches Gefühl, weil ich so auf dem Sofa gelegen bin und der hat, ich glaube, die Finger auf meine Stirn gehabt, damit er in Kontakt zu mir kommt. Na, man musste mich ja berühren, mein Mann saß daneben und er hat einen Finger auf, ich weiß es nicht mehr, wie das war, auf jeden Fall hat er noch gelispelt und vor dem Glas gesprochen. Dann hat er auf einmal getrunken und, und hat er mich angespuckt. Er hat mich angespuckt. Puh, und ich, so, weißt du, ich habe ja die Augen zugehabt und habe mich konzentriert, nicht zu lachen und alles auf einmal. Aber als er gespuckt hat, war das Ding weg. Ich habe mich ja dann auch wieder bewegt. Ne? Der Schmerz war dann weg. Also ich habe dem nicht geglaubt. Oh, gut, er wollte auch kein Geld. Allerdings hat er wahrscheinlich gedacht, oh, die Agne Beyer, die macht wahrscheinlich dann Werbung. Also, Auzubillah, ich weiß es nicht. Oh, Allahu Alam, definitiv hat er auch bei uns erzählt, bei uns, wir hätten ganz viel Gold hier. Und er redet mit den Dschinn. Und da ist mir dann auch gekommen, also der redet mit den Dschinn. Wenn das jemand sagt und die Leute nennen ihn Scheich, ich habe ihn nicht mal islamisch trinken gesehen. Ich habe ihn nicht, als das Gebet kam, hat er nicht gesagt, sorry, wir müssen jetzt beten. Der ist sitzen geblieben und dann, er hat auch kein Bart. Es war gar nicht irgendwie was islamisch, wo ich erkennen konnte, das ist wirklich ein Scheich. Okay, an der Optik muss es ja nichts heißen, aber auch sein Benehmen war nicht so ganz islamisch. Und dass er da noch Kontakt mit den Dschinn, dann hat er mir eine Liste gegeben, was ich kaufen sollte von Parfümölen und auch, ich muss alleine schlafen in ich weiß nicht, die Farbe der Unterwäsche hat er genannt, ich muss weiß tragen, das und das und die Wände vollsprühen mit verschiedenen Sachen. Wir haben die Sachen gekauft, weil ich gesagt habe, besorgt das mal, ich überlege mir das noch. Also ich hatte das ein Jahr lang hier, ich habe das nicht benutzt, das habe ich irgendwann mal weggeschmissen. In irgendeinem Video habe ich gesagt, ach so, übrigens, wer das weiß, das ist die Tasche, wo der Scheich 200 Pfund hat es gekostet, das weiß ich noch.
Aber der Typ war der Hammer. Ja, und da ist natürlich, meine Schwiegermutter hat Gin, meine Schwägerin hat einen Gin und alle in der Straße. Da ist er noch wirklich überall hingegangen und ja, und hat die Leute da, ja, aber ich weiß nicht, der eine hat ihm ein Handy gekauft, das weiß ich. Und er hat immer, und es war Ramadan, und er hat Geld dafür, Essen dafür gekriegt, kostenlos. Und er kam nicht von uns, also von Upper Egypt, sondern er kam Richtung Kairo. Ne, und hat hier Verwandte besucht und hat dann dort geschlafen. Das weiß ich noch, in der Aluminiumfabrik mussten wir ihn abholen. Und der hat dann hier das Dorf, alle die Dschinns befreit. Ja, Leute, wenn er. Aber siehst du mal, wie viele Leute ihm geglaubt haben. Mein Mann, Alhamdulillah, hat auch gesagt, wir haben hier kein Gold, der soll mal die Klappe halten, wir tun nichts graben. Und es gibt so viele Leute, das heißt auch beim Kapitel Goldgräber, die graben heute noch und haben ihr ganzes Geld verballert. Na, schön geheim graben, es ist ja verboten in Ägypten, irgendwie rumzugraben in deinem Grundstück und nach Gold zu suchen und es dir selber dann im Schwarzmarkt zu verkaufen. Das ist völlig verboten. Und wie soll man sagen, das gehört Ägypten. Wenn du irgendwas findest, was den Pharaonen gehört, dann darfst du das nicht behalten, du musst es abgeben. Wenn du da gefunden wirst und wenn dich einer verpetzt, kommst du, wanderst du aber in den Knast. Und wer will das riskieren wegen so ein bisschen Geld? Und vor allem, wenn es nicht stimmt, auch noch, ne? Dann gräbst du und gräbst du, ne? Und die Schwiegermutter hat dann gesagt, gib mir eine Schaufel, ich grab alles um. Da haben wir gelacht. Ja, genau, komm, hör auf, wir sind glücklich, wie wir sind. Alhamdulillah, wir sind zufrieden. Wir brauchen nicht noch Gold. Stell dir vor, wir hätten jetzt Millionen. Alhamdulillah, sind wir nicht reich. Wir brauchen das nicht. Wir sind glücklich, wie wir sind. Und der Typ, mein Mann hat ihn dann irgendwann mal wieder auf der Straße gesehen und hat so gesagt, oh, ich muss den nicht grüßen irgendwie. Er hat gespürt, das ist kein guter Mensch. Wir werden nicht mehr mit solchen Sachen, ne? So, ja, und man kann auch selber Rukya machen. Allerdings wisst ihr nicht, man muss es auch überlegen. Nicht alles ist schwarze Magie oder ist ein Dschinn. Man soll sich das auch ganz gut überlegen. Man soll viel beten und auf Gott vertrauen und nicht sofort alles immer auf dieses Zeug schieben. Das ist dann auch wieder, ne, Schirk. Ja, und das möchte ich noch genauso sagen. Die Shayatin, die Dschinn, die leben unter uns. Die sehen uns. Die leben hier. Hier könnte zum Beispiel jetzt hier könnten jetzt Dschinns sein. Könnte. Wir können sie nicht sehen, sie können aber uns sehen. Und jedes Mal, wenn wir zum Beispiel heißes Wasser auf den Boden schütten, wir Muslime sollten sagen Bismillah. Weil, wenn du heißes Wasser auf den Boden schüttest und du erwischst zum Beispiel, du verbrühst ein Kind, der Dschinn, dann kann der Dschinn dich verfluchen und dein Leben zur Hölle machen. Also wir haben sehr viele Beweise im Koran, dass die Dschinns existieren. Auch Suleiman, ne, Soliman oder Salomon auf Deutsch, konnte mit den Dschinns sprechen. Es gibt gute Dschinns und es gibt schlechte Dschinns. Es gibt praktisch muslimische Dschinns und nicht-muslimische Dschinns. Und die nicht-muslimischen Dschinns, die beten natürlich auch nicht und die sind, vor denen müssen wir uns. Es gibt auch gute Dschinns, whatever. Es gibt auch Dschinns, die verlieben sich in die Frauen, gehen in den Körper der Frau, wollen nicht, dass sie heiraten und solche Sachen. Deswegen sind wunderschöne Frauen unverheiratet, weil vielleicht da wirklich selber ein Dschinn eingeschlüpft ist. Aber wie passiert sowas? Das passiert nur, wenn die Leute nicht an dem Islam festhalten, nicht an der Sunna. Allah hat uns alles gegeben, um uns davor zu beschützen. So, dann, was habe ich? Ich habe eigentlich alles gesagt, ne? Ja, ach so, und sie leben so wie wir. Also sie bekommen Kinder, die leben ihr Leben, wenn ihr so wollt, in der Parallelwelt. Das ist jetzt ein bisschen mystisch, muss auch nicht jeder verstehen oder verstehen wollen oder denkt, das ist ja völliger Bullshit. Ist okay, wenn ihr nicht dran glaubt, wir glauben da dran. Ich war schon immer esoterisch angehaucht und als ich das gehört habe, war mir sofort klar, alles klar, ich weiß Bescheid. Das habe ich ja schon immer mir vorgestellt, solche Dinge. Okay. Also, man kann sich davor schützen und ja, wenn man einfach nach Ramadan ist, man so stark, da kann man alles, die ganzen Dhikr, die ganzen, ne, nach jedem Gebet es immer machen, die Sura al-Baqarah lesen, alle 3 Tage, ne, oder laufen lassen, das ist immer gut. Koran laufen lassen, das mögen die Shayatin nicht, dann gehen sie auch aus eurem Haus raus. Okay, das war's wieder von uns. Ja, habt ihr eine Geschichte, wollt ihr die in den Kommentaren teilen? Ansonsten, ja, bitte nicht schlecht über unsere Religion sprechen oder sagen, das ist Schwachsinn. Wenn ihr nicht dran glaubt, respektiert unseren Glauben. Also ich respektiere jeden anderen Glauben. Jeder muss oder kann an das glauben, was er möchte. Also ich würde jetzt nie über eine andere Religion sagen, das ist ja völliger Schwachsinn. Bist du bescheuert, so einen Mist zu glauben? Das muss jeder wissen.
Ne? Also bitte respektiert unsere Religion, auch in diesen Kommentaren. Bisher war ja unsere Community sehr, sehr tolerant und nett. Aber mal beleidigen soll man bitte nicht hier. Okay, das war's wieder von uns. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen und habe auch mal einen Einblick gezeigt in diese schwarze Magie, Djinn, Seher und alles, was du willst. Ne? Okay, Auzu Billah, dass uns Allah bewahrt vor solchen bösen Menschen. Bis die Tage, Masalema. Bye, bye.